Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam einen neuen Kampfjet entwickeln. Das sagte der französische Staatschef Emmanuel Macron zum Abschluss eines deutsch-französischen Ministerrats in Paris. Das ist eine tiefgreifende Revolution, aber wir haben keine Angst vor Revolutionen, wenn sie friedlich, durchdacht und dauerhaft sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei dem Treffen, dass für die Entwicklung von Kampfflugzeugen bis Mitte 2018 ein Fahrplan entwickelt werden soll. Sie verwies darauf, dass es auch andere gemeinsame Projekte im Verteidigungssektor gäbe. Und das, was wir heute verabredet haben an gemeinsamen Entwicklungen, auch von Ausrüstung, von Geräten, von militärischen Dingen, das ist etwas, was, glaube ich, Europa wirklich nach vorne bringen kann. Gemeinsame Entwicklungen, Kompatibilität der Systeme, bessere gemeinsame Verwendung, das müssen die Schritte sein, mit denen wir unsere Sicherheit dann auch besser gewährleisten können. Laut einem Abschlussdokument des Ministerrats soll das neue Kampfflugzeug langfristig die aktuellen Flotten beider Länder ersetzen.